Hallo und herzlich willkommen bei Virtuous, einer neuen Folge Metro Exodus. Danke, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Sonderkommando. Mann, auf meinem Kanal. So, hier ist die Base von dem Jungen und keine Ahnung wem noch alles. Deswegen lassen wir uns überraschen, ihr bleibt dran. Ich hab sie jetzt hier. Wo sind denn alle? Papa ist in einem Einsatz und sonst ist hier niemand. Zumindest nicht seit dem Krieg. Oh, also hat die Stadt einen Atomkrieg überstanden. Einen Bürgerkrieg hingegen nicht. Wie lange seid ihr zwei schon alleine? Fast ein Jahr. Wir hatten das Glück, eine ganze Kiste vom grünen Zeug zu haben. Moment so mal. Wie die Reiche. Satellitenkarte. Das ist das Tal, wo Aljoscha und du euch verlaufen hattet. Wo hast du die hergefreit? Vor einiger Zeit hatten Stalker die vom Satellitenkontrollzentrum mitgebracht. Dein Vater ist also in einem Einsatz? Wann kommt er zurück? Das weiß ich nicht. Wann ist er denn gegangen? Vor einem Monat. Oh. Deshalb wollte er die Einschlagkarte holen, damit wir einen sauberen Ort finden können. Alles klar. Gefreiter, wir müssen mal dein Funkgerät benutzen. Das sieht alles ein bisschen besser aus. Lass uns die Aurora kontaktieren, Archon. Ich werde die Karte besorgen und das sollten sie wissen. Ich würde gerne hier an die Werkbank. Miller hier. Herr Oberst, ich höre Sie laut und deutlich. Wie sind Sie ins Funknetz gekommen? Planänderung. Wir haben Überlebende gefunden. Sie sagen, das Satellitenkontrollzentrum existiert noch. Ich hole dort die Karte, während Artyom ins Institut geht. Verstanden, Herr Oberst. Wie geht es Anna? Sie schläft. Beeilen Sie sich aber. Katja sagt, Anna wird bald wieder einen Anfall haben. Bitte kommen, Aurora. Ende. Schild nur die Strahlung zu hoch. Ende. Dauerfrost nicht. Verdammt. Eine Chance. Wieder nur Rauschen. Archon, wenn sein Vater wirklich einen sauberen Ort gefunden hat, dann ist das die Chance für Anna, für die Jungs, für uns alle. Die Chance, ein richtiges Leben zu führen. Ich werde die Karte besorgen. Wir treffen uns hier, sobald du das Medikament besorgt hast. Dann holen wir den Wagen. Wir haben noch drei übrig. Papa hat sie für unsere Flucht aus der Stadt aufbewahrt. Großartig, danke. Artyom, mach dich derweil startklar. Würde ich ja gerne. Hier gibt sogar eine Werkbank. Fällt dir mein Schienengewehr? Behalte es. Wo du hingehst, könnte es nützlicher sein. Vergiss die Munition nicht. Okay. Bescheid, wenn du bereit bist. Na, bleiben wir bei Nacht. Wo ist sie denn? Na, was haben wir denn hier? Lassen wir mal so. Laser kommt noch dazu. Sag mal, Kirill, wie ist es dazu gekommen, dass nur du und dein Vater überlebt haben? Das grüne Zeug, das Strahlenexplor bei uns alle. Ohne es kann man nicht überleben. In den anderen Stationen gab es Aufstände. Das Komitee schickte Soldaten und ein Krieg brach aus. Einige starben beim Kampf, andere im Feuer. Ah, ich muss mal kurz gucken. Wir waren nicht genug, um die Eingänge zu bewachen. Also kamen die Mutanten überall herein. Tut mir leid. Oh, auf jeden Fall Muni. Keine Sorge. Wenn ich das richtig sehe, ist dieser Belüftungsschacht unser Ausgang zur Station. Ja, der! Dann gehen Sie durch die Station und nehmen den rechten Tunnel.
Ganz einfach. Nehmen Sie einen Schluck, wenn Sie sich krank fühlen. Vielen Dank. So konnten Sie also überleben. So, ich bin ready. Können wir nochmal aufladen hier. Kann man, glaube ich, nochmal was nachproduzieren, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Könnte jetzt natürlich dumm sein, dass ich hier nochmal rangehe. Nee, voll ist voll, okay. Gib mal her, die Scheiße. Bereit. Viel Glück. Vergiss nicht, wofür wir das machen. Das Leben meiner Tochter, deiner Frau, liegt jetzt in deinen Händen. Und jetzt los. Habe ich hier auch noch ein anderes Ding? Anders. Das ist wie so ein dummer Strahler. Frage, ob sich das hier nicht mit lohnt. Wie kommen wir hier raus? Erstmal nochmal ausmachen, ja. Zu viel Licht zwischendurch. Autsch. Das war ich nicht. Metro lässt grüßen, ey. Die Schussfolge ist natürlich enorm. Da unten. Na, kommen wir von hier aus nicht ran. Okay. Extrem laut, aber geil. Macht zumindest Sinn, die Waffe. Wo? Muss ich auf jeden Scheiß aufpassen, ne? Da ist er doch gewesen. Da geht's hoch, da hätte man rausgehen können. Komm ich nochmal hoch?
anscheinend nicht. Scheibendreck, da hätte man echt lang gehen können. Ah, hier. Sehe nur nichts. Interessante Zimmerchen haben die hier. Wo kommen die? Naja, brauche ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Sieht ein bisschen. Okay, ist ein bisschen ausgebrannt hier alles. So. Mal hier drüben lang. Muss ja alles abgehen. Da geht's auf jeden Fall nicht weiter. Gasmasken. Will man das alles sehen? Oh, es sieht wieder so aus wie so ein Grab. Wer weiß, wofür man das alles wieder braucht. Okay. Nach oben. Schick gemacht hatten sie es ja. Die Not macht erfinderisch. So. Scheibendreck. Ah, hui, ja, ja. Aber schnell. Komm, das schaffen wir. Thank you.
bin fast tot. Jetzt aber. Geil. Jetzt muss ich mal ganz schnell hier aber ran. Neue Medikits machen. So, hier mal ein neues Munitionsding rein. Und hier mal wieder aufladen. Wer weiß, was wir jetzt alles verloren haben. Ich hab was Neues auf der Karte. Gott, wo sind wir denn? Muni. Sowas hätte ich gerade mal gebrauchen können. Ich habe Angst. Wollt ihr auch noch Boot fahren? Das sieht nach Spaß aus. Wahrscheinlich nur geradeaus. Frage ist, ob man da was machen kann. Ja, hier ist schon wieder ein Steg, das ist gut. Ja, siehst du, kann man nämlich nichts machen. Will ich wissen, was das war? Da rein von da hinten. Schießt so wer.
diese scheiß Viecher sind das, ne? So. Gut oder nicht gut, weiß ich nicht. Auf jeden Fall nervig. Gibt da nicht noch irgendwo eins? Nee. Oh. Was ist denn hier? So, haben wir's. Filter. Die Frage ist, wo wir jetzt wieder lang müssen. Sind wir hier drin? Auch hier rein. Ne, hier geht's nicht weiter. Muss schon was hier sein. Es gibt ja nur den Weg. Es ist da, 100 pro. Kommen wir da hin? Ist irgendwo so ein hässliches Vieh, nur wo? Da bist du ja. Rein? Auch nicht. Gute Frage, wo es weitergeht. Auf jeden Fall da hinten dann.
Da haben wir einfach das ganze Ding leer gemacht. Okay. Horrorparty, Horrorparty. Warum haben die sowas gebaut? Verstehe ich nicht. Der ist uns eingestürzt. Nase juckt. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier auch einfach mal Feierabend. Und nächste Folge versuchen wir uns hier mal weiter vorzuschlingern. Ich sage danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.